Willkommen zu einer neuen Demo. Wir spielen Lego Brawls. Ich glaube, die Vollversion kommt irgendwie im September raus. Ich habe das gar nicht mitgekriegt, dass da so ein Titel in Entwicklung ist. Ich habe nämlich nur mal bei Steam durch die Demos gescrollt und habe dann das entdeckt. Und ja, schauen wir uns den Titel jetzt einfach mal an. Wir können uns jetzt einen Brawler gleich am Start aussuchen. Den Super Wrestler, intergalaktische Heldin oder den klassischen Ritter. Und wir nehmen einfach mal den Ritter. Gehe vorwärts. Folge dem Kompass zum Kontrollpunkt. Springe die Treppe hoch. Okay. Okay, jetzt kommen Gegner. Alter. Interessant auf jeden Fall. Okay. Wir haben jetzt auf jeden Fall Steine verdient. Demo, das Minifigur-Chaos im Sommer 2022, Gott, beginnt. Füge jetzt Lego Brawls zu deiner Wunschliste hinzu. Jojojo. Habe ich eben sowieso schon. Habe ich auf Wunschzettel? Ich habe keine Ahnung. Okay, Abschluss der Demo 0%. Passe deinen Charakter an. Okay, wir bleiben dabei. Wie komme ich hier wieder zurück? Achso. Ich glaube, ich nehme lieber das fröhliche Gesicht. Naja, das passt nicht so wirklich. Okay, ich weiß nicht, ob wir das uns alles jetzt noch freispielen können in der Demo oder ob das auch erst in der Vollversion dann käme. Wenn wir Ritter sind, brauchen wir das. Was mich jetzt beim ersten Kampf schon mal gestört hat, war der Sound, weil es hat nicht so wirklich Bam gemacht, als ich die Gegner geschlagen habe. Das war ein bisschen doof, muss ich sagen. Das ist die Special-Sache, oder was? Heldenkirch hatten wir eben, Jetpack. Quasar-Zepper. Faustrakete. Laserfeuer. Ach so, das sind wirklich unsere Spezialsachen. Ich dachte, es gibt dann immer ganz viele Unterschiede, aber im Prinzip dann nur drei Sachen immer. Raketenfaust. Ich will mal das alles ausprobieren. Okay. Hallo? Schön, dass ich damit Controller nicht hinkam. Wähle dein Theme. Während du dich prügelst, verdienst du Noppen. Noppen werden neue Gegenstände aus deinem gewählten Theme freischalten, bis du das Set vervollständigst. Du kannst das Theme jederzeit ändern, also keine Sorge.
Okay, Alien-Eroberung. Schloss. Versteckte Seite. Jurassic World. Monkey Kid. Ninjago. Ninjago Prime. Wusste ich nicht mal, dass es das gibt. Ninjago Seabound. Pirat. Galaktisch. Auf jeden Fall viele Themes. Video. Keine Ahnung. Und Western. Western würde mich auch interessieren, aber ich würde jetzt erstmal Jurassic World nehmen. Willkommen bei Jurassic World. Prügel dich, um Jurassic World Inhalte freizuschalten, die seit 65 Millionen Jahren in der Mache sind. Wir können die jetzt freischalten. Wo sehe ich denn, wie viel Noppen ich überhaupt habe? Keine Kosten erspart. Okay, als erstes... Nee, hallo. Ich glaube, ich gehe damit mal ein bisschen runter. Und damit auch. So. Gruppe, Kämpfen, Schlägersammlung. Gehen wir mal auf Kämpfen. Crossplay aktiv. Ach, dann ist das online oder was? Gruppe? Schläger. Was ist ein Schläger? Achso. Da wählen wir quasi nur einen aus. Sammlung. Okay. Es gibt 167 Figuren. Was ist Gruppe? Oh oh. Freies Raufen, lokal, online. Okay, also ist das hauptsächlich scheinbar ein Multiplayer-Titel. Ich dachte, es gibt auch vielleicht eine Story oder sowas. Jetzt bin ich ja gespannt, ob das Computergegner sind oder echte. Boah, die Musik eben schon geil, ey. Okay. Oh, ey, dieser Sound. Krieg ich gleich Gänsehaut. Upsi. What? Wie bekloppt. Okay, ich bin auf jeden Fall gerade besiegt worden. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt schon eben platt gemacht habe. Den hat er mir gerade geklaut, der Sack. Okay, ich bin fünfter Platz. Zwei haben wir platt gemacht. Ach, steht da neben uns. Ich glaube, ich bin da gerade abgesprungen.
Scheiße, er hat mich platt gemacht. Niederlage. Oh, nur Dritter geworden. Aber immerhin. Okay. Alter, das dauert ja ewig, bis wir da was freispielen. Guck mal, Abschluss der Demo 0% immer noch. Hey, geht gleich weiter? Okay. Ich wäre für Ninjago. Achso, das ist wahrscheinlich jetzt 4 Matches hintereinander, oder was? Kontrollpunkte? Ach, was wir eben schon hatten. Okay. Steuere den Punkt. Wo sind meine Leute? Ah, das können doch keine echten Mitspieler sein hier. Die würden doch nicht jedes Mal dumpf in meine Schläge laufen. So, haben wir noch ein paar extra Steine verdient noch. Oh, fast den ersten erspielt. Okay. Gut, dann würde ich sagen, geht's hier in der nächsten Folge wieder weiter. Spitze bedanke mich, bis dann.